Hallo. Schwing rüber. Alter, wie ich das hasse mit dem Mikrofon. Wie sie gesagt haben, du kannst nicht kämpfen. Du musst laufen. Es muss laufen. Das Problem ist, ich muss an ihn vorbei. Ich glaube, ich muss an ihn vorbei. Ja, ja, sei ruhig. Es wäre noch das Schlimmere, wenn der mich jetzt hier in der Zelle verraten würde. Gehen wir mal. Gucken wir, ob er da ist. Unser Freund, der drei Käse. Ah, da vorne ist auch ein Schrank. Wir könnten den eigentlich überlisten. Nein, ich Trottel, hab die falsche Taste gedrückt. Ist er jetzt schon wieder da? Da ist unser anderer Kumpel. Alles gut, alles gut, alles gut. Da hinten ist auch noch ein Raum. Ich sehe was blinken. Ja, ja, ich bin still, ich mach nichts. Du machst. Alter, du hast den letzten überlebenden Wachmann getötet? Der hätte mir noch helfen können. Oder ein Interview geben können. Also, du bist mal kurz da still. So, was haben wir hier? Ganz schön rumrandaliert hier. Ich hab doch hier irgendwo was blinken sehen, eine Batterie oder so. Eine Batterie. Kommt mir gerade gelegen. Ich habe nur noch zwei. Dann nimm die auf, Digga. So. Hier gibt's eine frische Wäsche. Aber sonst nichts. Ja, ja. Mach mal schön weiter. Hier ist auch noch was. Ich muss dahin. Aber wie? Also rechts waren dann Schränke, ne? Gucken wir. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ah, das ist die Schleuse. So, das heißt aber, da wir unseren Kumpel nicht gesehen haben, muss der ja irgendwo sein. Gibt's hier noch was? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich zurück. Okay, Schränke gibt es. Follow the blood. Okay. Wir verstecken uns ein bisschen. Weil ich das Gefühl habe, dass unser Kumpel gleich wieder auftauchen wird. Und dann heißt es, warten. Oder wenn er kommt, einfach ein auf YOLO und durch. Ja, da ist unser Kumpel. Hoffen wir mal, dass es klappt mit dem Verstecken. Bis jetzt haben sie uns nicht aus den Schränken rausgeholt. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, lauf! Lauf! Ey, ohne Scheiß, der hat uns gar nicht mitbekommen. Der Penne. Und hab! Yeah! Oh, die sind so gut. Der dümpelt bestimmt mal irgendwo da vorne rum. Folge dem Blut, sagen sie. Ich würde am liebsten das Teil nehmen und. Okay, hier ist noch so ein Security-Raum. So sahen die Heizungen in der damaligen Wohnung, als ich noch klein war, aus. Okay, abgeschlossen. Paragons of patience, Job-like in the suppression of our desires. Ja. But now, yes. Now we indulge. Yeah. Yeah. His tongue and his liver. Yours.
Deins. Mein. Meins. Also ich mache euch ein Angebot. Statt meine Zunge und meine Leber bekommt ihr ein paar Klamotten von mir. Von mir aus laufe ich dann nackt rum, aber... Okay. Hier auch ein Security-Raum, kommen wir nicht durch. Oh, was war das? Natürlich, die Tür ist abgeschlossen. Wie könnte es anders sein? Ach so. Ah ne, das ist bestimmt so ein Bug von unten, dass ich da noch durchgehen kann. Hier ist Blut. Ah, ich habe die ganze Zeit gefilmt. Ich trottel. Ich brauche hier meine ganzen Batterien. Gut. Ach so, daher kommen die Geräusche. Ich kann hier auch aus dem Fenster. Ja. Zack, 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 zack. Und wo geht's denn? Oh nö, zu den beiden. Ja, ja, ich lasse dich schon allein. Ich habe keinen Bock zu denen zu gehen, ohne Mist. Wer weiß, was die mit mir anstellen so. Okay. Okay, da ist es dunkel, da möchte ich nicht hingehen. Folge dem Blut ist immer gut. Oh, oh, hat sich gereimt. Dicker Weimer. Achso, hier brauche ich hier so eine blöde Schlüsselkarte. Das hat wieder sicher so ein cooler Wachmann. Der hier leider nicht. Kommen wir hier rein? Mach doch mal auf. Hä? Jetzt? Achso, ich habe jetzt... Ich krieg die Tür hängen, nicht gedrückt. Okay, folge dem Blut. Das ist der Hauptweg, aber ich denke, wir müssen hier durch. Ich hoffe, ihr erwartet mich nichts Unerwartetes. Alter! Ja, so hätte ich auch reagiert wie der Typ hier. Bloß hätte ich mich wohl wieder in einen Schrank versteckt, wenn ich hier reingehe. Ja, meine Notiz gemacht, Leute. Totale Sicherheit. Haha. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt. Entschuldigung, Miles, er reißt nicht die Köpfe ab, er reißt den Körper vom Kopf ab. Einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Von mir aus kann er die Probleme hier lösen. Von mir aus kann er sich auch mit den beiden Lucky Dice arrangieren. Ich will mit denen allen nichts zu tun haben. Ich will nur hier raus. Ich habe, glaube ich, genügend Material. Es hat schon gereicht, die Fassade draußen abzufüllen. Ich könnte mir dann da eine... Was? Ich könnte mir da eine gute Geschichte einfallen lassen. Aber so sind Enthüllungsjournalisten halt nicht. Die müssen wirklich aufs Ganze gehen und ihre Nase in jede Scheiße reinstecken. Ganz ehrlich. Hier ist ein Akten. Da will ich meine Nase jetzt reinstecken. Also bitte... Ach so, ich kann hier durch. Ja. Da hinten ist eine Tür. Die natürlich zu ist. Batterie. Und ein Radio. Voll Bock jetzt Musik zu hören irgendwie. Das heitert die ganze Atmosphäre ein bisschen auf. Eine Akte. Confidential. Lesen wir natürlich. Mirkov Corporation PNG. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungsstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Was immer dieses Wallrider ist. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch, Nummer ist egal, nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Diese Information hat uns natürlich sehr viel gebracht, denn das Ding können wir eh nicht reparieren. Oh, wir haben hier wieder so coole... Kameras, da waren wir vorhin. Die zeigt mir nur an, wo ich die ganze Zeit war oder mich gerade befinde. Aber nirgendwo etwas, wo ich noch hinkomme. Und komischerweise ist auf den Kameras kein einziger Patient drauf. Vor allem hier, guck mal, die Kamera.
Webcam 10:06. Bitte Eintrag. Keine einzige Person. Oder unser Freund Chris Walker hat einfach mal aufgeräumt. Aber egal, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Kommen jetzt in den Gang. Duschen rein. Einmal Licht bitte. Ja, eine Dusche könnte ich vertragen. Hier riecht es sicher nicht schön. Gucken wir mal. Entkomme durch die Duschen. Ich bin noch in der Dusche. Freundchen. Bin noch nicht doof. Draußen regnet es. Oder meint er die Dusche? Okay. Ah! Was? Hä? Ah! Es sind ja zwei. Ja, soll ich da nicht reingehen? Wo bin ich denn jetzt? Ah, wieder hier. Okay, entkomme durch. Ja, aber wo? Wo zum Teufel? Ohne Scheiß, meinen Sie wirklich, ich soll jetzt hier irgendwie. Da unten ist ein Loch. Dahinter ist auch keiner. Hier. Oh, fuck, vielleicht kommt der andere. Mein Gott, der ist verschwunden. Ja, kannst mal sehen. Wie tief ist das? Oh, guck mal hier, ist halt gleich der Boden da. Also, die paar Knochen würden ich nämlich lieber in Kauf, als noch weiter irgendwie da drinnen rumzulocken. Ohne Scheiß. Also, ich meine, dafür gibt es ja auch Personal wie Krankenhaus, Krankenschwester, ne? Zur Not auch Rollstuhl. Aber. Okay. Die Homos sind wieder weg. Nicht, dass sie jetzt gleich wieder irgendwo auftauchen, wo ich sie nicht erwarte. Oh, hinterrücks in den Rücken gestochen. Okay. Hier geht's lang. Oh, das ist so komplex hier, ne? Da natürlich nicht. Ich habe aber zum Glück noch 4 Batterien. Das ist echt nicht schlecht. Ja, gut, da will ich noch nicht lang. Gucken wir erstmal, was auf der anderen Seite ist. Das heißt ja, folge dem Blut. Hier war gerade so eine kleine Blutspur. Okay, hier ist wieder so ein komischer Durchgang. Das ist wieder so ein Security Room. Kommen wir da rein? Ja, aber ich gucke mich noch ein bisschen um hier, denn wahrscheinlich wird irgendwie was wieder kommen und der Chris Walker ist uns ja auch auf den Spuren. Okay, hier gehen die Fußstapfen auch wieder rein. Was ist hier? Ist das auch der Security Room? Ja, das ist er. Und hier? Was ist hier? Dem folge dem Blut. Okay, hier ist dann nur das. Da ist der Security-Raum, in dem wir auch locker reinkommen. Und hier hinten ist ja irgendwie so ein Folterstuhl, wie ich gesehen habe. Eine Akte! Dü-dü-düm. J. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Ah, der Doktor. Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff's Psychiatric Systems. Keine lebenden Verwandten. Stadt Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke.
Aufenthaltsort in Gemeinde oder Stadt, in welche der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate, Aufenthaltsort in der USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre, Geschlecht männlich, Farbe, Rasse, wie rassistisch, weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Na, doch etwas älter, ne? Aber wer weiß, welches Jahr wir jetzt gerade schreiben. Im Spiel Geburtsort Deutschland. Hört sich ganz so an. Nur die Deutschen kommen auf so eine Idee. Solche, naja. Datum des Todes 28. Februar 2009. Das heißt, wir sind hinter 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen von 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Gut. Jetzt wissen wir ein bisschen was von Dr. Wernicke, der tot sein soll. Hier ist auch nichts. Vielleicht so ein bisschen Fluchtraum. Der macht ein Nickerchen. Das nennt man Blutwurst. Auch keine Batterien. Sexy. Also, hoch. Oh, diese Hand, Mensch. Jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Jetzt gehen wir doch mal in den Kontrollraum. Gehen wir hier rein. Hey, Kumpel. Hier müssen wir uns auch nochmal umschauen vor. Oder wisst ihr was? Bevor hier der Dicke kommt und bevor hier reinkommt, denke ich mir, mache ich lieber die Türen zu. Dann muss er die erstmal aufbrechen, dann habe ich ein bisschen Vorsprung, mich irgendwie für eine Tür zu entscheiden und dann denke ich mal, falls der Dicke überhaupt kommt, vielleicht sind das auch wieder irgendwelche Patienten. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass hier irgendwas passieren wird. Nochmal einen Kaffee schlürfen. Murkoff Corporation. Nochmal die Lage checken, obwohl das bis jetzt auch nie geholfen hat. Okay. Ahaha. Der Dicke. Dicke. Oh, ich glaube, der kommt. Scheiße. Der ist da. Nein, warum ist denn die Tür abgeschlossen? Lauf! Shit, nein, oh fuck, er ist doch gut knapp. Nein. Komm, los. Oh. Fuck, ey. Oh, wohin jetzt? Hä? Oh nein, scheiße. Hat er schon die Tür aufgemacht? Mann. Ich bin so doof. Ich bin nochmal runtergefahren. Also jetzt sterbe ich aber häufiger, ne? Okay, gut. Weiter. Nicht wieder umdrehen. Also eigentlich würde ich lieber hier oben bleiben und warten. Aber
Ich glaube, das können wir nicht. Tür auf. Tür zu, mach die Tür zu! Oh, fuck, lauf, rein. Au!